Moin. Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. Ja. So, und du? Ist der Körbe noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Oh, Mäuschen. Morgen. Guten Morgen. Oh, sie ist munter. Oh. Ja? Sie ist munter. Sie ist schon wach. Es ist wach. Es ist wach. Ich glaube, ich habe so einen Zustand wie so ein dicker Ballon. Wenn man den hier voller Energie und so weiter. Und wenn du jetzt nur einmal so ein bisschen piekst, dann ist die Luft raus. So, erstmal guten Morgen sagen den anderen da. Nein, ich brauche erstmal Käffchen. Erstmal guten Morgen. Nein, ich muss erstmal Käffchen. Ich bin höflich. Ich sage euch guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch, dass ihr einen tollen Tag gestern hattet, weil gestern Sonne schien, es war schön. Das war so schön gestern bei uns, ne? Ja. Die Schlei war ganz glatt, es war ganz toll. Mm. Wenn nur, wie heißt die, Santiano da im Schloss nicht viel Krach gemacht hat. Egal. So. Ist doch alles schön. Und heute wird auch wieder so ein schöner Tag. Jetzt habe ich Kaffee. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja. Auch Befehl. Wie schön. Nee, ich brauche immer erstmal einen Schluck Kaffee, dann kann ich auch gucken. Da bin ich wie so, weißt du, wie so eine Pavlovsche Ratte. Ja. Ne? So, da trabe ich richtig so diese dem Kaffee hinterher. Ja. Und du hast hier einen losgelassen mit dem. Das war Annikas Idee, mich mit dem Pimmelbrötchen, mit dem Brioche zu fotografieren. So. Ja. Ja, war Annikas Idee, nicht meine Idee. Und darauf bekam ich auf Instagram und Facebook viele, viele auch andere Fotos mit Lebensmitteln, die auch ein bisschen erotische Bedeutung haben. Ja, siehst du. Ja. Ihr denkt auch alle nur an das eine. Das kann ja, an Fressen, natürlich. So. Ja, aber man kann doch, es gibt eben auch aphrodisiaktische Lebensmittel. Genau, so. Ja, und da kann man ja mal ein bisschen gucken. Jetzt kann man ja mal ein bisschen gucken. Ja, ne? Ja. Aber dabei wollten wir eigentlich darauf aufmerksam machen, dass wir heute hier über Mobbing reden wollen. Ja, das Thema ist nämlich ernst, auch wenn der Aufruf ein bisschen scherzhaft, aber ja klar. Aber ich fand das ja irre, wie schnell und wie viele sich da zurückgemeldet haben. Einfach. Ja. Ich war, und wir haben sie wirklich alle gelesen, wir haben hier gesessen und ich habe es einfach nicht glauben wollen, dass das auch im Erwachsenenalter so eine, so präsent ist. Auch Sachen, die vor Jahrzehnten passiert sind. Also wenn ganz du ehrlich, ich bin ja eine dicke Frau und wirklich, ich hätte große, weite Arme und einen dicken Busen, um euch da alle dran zu drücken. Oha. An mein großes Herz. Ja. Ich, also wirklich, ganz ehrlich, jeder, der Mobbing durchmacht, den würde ich nee, so nicht Namensschwein, sondern wirklich, der leidet, das ist so blöde. Und ich verstehe es nicht. Bis heute begreife ich nicht, vom Verstand her ja, aber ich kann es nicht nachvollziehen, was bitteschön, was treibt einen dazu, anonym jemanden anderen fertig zu machen, die vermeintliche Stärke rauszuholen und jemand anderen noch kleiner zu machen, den zu verletzen, vorsätzlich. Und die Gesellschaft irgendwie drumherum ist immer so, nicht so schlimm und das wird schon wieder. Also ganz viele, sowohl von euren Berichten, so über eure Kommentare, aber auch bei uns in der Praxis. Also jeder, der als Kind mal wirklich gemobbt wurde, und wir kommen gleich dazu, was eigentlich Mobbing wirklich ist, der vergisst es, was du gesagt hast, Annika, der vergisst es nie. Nein. Und das kann manchmal schon so der erste Schritt zum schwachen Selbstwertgefühl sein. Natürlich. Weil das ist ja das Fiese. Du als Gemobbter denkst ja, man muss ja was dran sein. Ne? Irgendwie bin ich ja doch irgendwie hässlich oder blöd oder passt ja dann doch nicht so in dieses dieses Bild, wie ein Mädchen, wie ein Junge zu sein hat. Steht der Hopfen, fällt den Stein. Ja, genau, dieses Ding. Ja. Weil das ist ja auch so pervers, dass immer noch oben drauf gelegt wird. So lange bist du als Gemobbter wirklich dann auf der Rolle. Und dann auch dieses Gefühl, so etwas, dass das in dein Selbstbild reingeht. Ja. Und da komme ich schon gleich dazu. Simone hat nämlich was geschrieben. Die schreibt, unser Sohn wurde so schlimm gemobbt von Schülern und Lehrern, dass wir ihn morgens nicht mehr in die Schule bekamen. Ich könnte ein Buch über seinen schweren Weg schreiben, allerdings ein sehr trauriges, und wie viele Steine noch zusätzlich durch Ämter und Behörden in den Weg gelegt wurden. Und während die Mobber
weiter ihren Weg gehen, kämpfen wir jeden Tag um kleine Fortschritte in ein angst- und zwangfreies Leben. Ja. Ja. Denn das kann der erste Schritt sein in Richtung, die Welt ist gefährlich, ich muss aufpassen, ich bin anders als die anderen, ich werde nicht so gemocht. Und das ist nicht, was ich sagen will, ist Mobbing in dem Sinne ist nicht nur eine kleine Spielerei oder irgendwie so, haben wir früher alle gemacht. Mhm. Nein, das ist schon mehr. Und das hinterlässt eben dieses Gefühl, das Selbstwertgefühl, ich bin nicht so viel wert wie andere. Und das ist eben das Annehmen dieser Opferrolle und das Blödeste dabei. Ja. Und das verstehe ich derartig gut. Ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich eigentlich erst als Erwachsener im Beruf mal so ein bisschen gemobbt wurde. Mhm. Obwohl ich eben stabil bin, also an mir prallt das ab. Das war... Naja, komm, du mochtest auch überhaupt nicht mehr so richtig gerne an die Redaktion gehen. Nein, du hast da schon, du hast schlecht auch geschlafen und aber es war eben auch notwendig, einen Weg raus dann zu finden. Genau, und das hast du ja auch geschafft. Aber lass uns kurz. Aber ganz ehrlich, da habe ich nicht nach, also da bin ich aber nicht so weit gekommen, dass ich das hätte akzeptiert. Nein. Das Ungleichgewicht. Und ich habe auch die Motive der anderen Seite ja absolut verstanden. Ja. Das war ein Handeln aus Angst. Und da sind wir nämlich auch schon dabei, warum gemobbt wird. Das ist ja nicht nur, weil sich jemand aufpolieren möchte. Da steckt ja auch oftmals Angst hinter, nicht mehr der große Buana zu sein, sondern jetzt irgendwie dann doch der Freundesgruppe oder der Peergroup oder wie immer man das nennen will, zu zeigen, ich bin jetzt hier aber der Größte. So. Oder auch um ganz in seinem stillen Kämmerlein das eigene Ego so ein bisschen zu bürsten und zu sehen, ich bin zwar, werde zwar von zu Hause zusammengehauen und oder geschlagen oder ich habe eine ganz fiese Kindheit, aber hier, da ist jemand, der ist jetzt dadurch, dass ich ihn drängle, noch schlechter dran als ich. So. Und damit habe ich mein eigenes Weltbild dann als Mobber dann auch wieder so ein bisschen wiederhergestellt. Mhm. Und dazu, das fand ich, das ist auch jetzt neu für mich, da gibt es eine Studie und jetzt bitte richtig verstehen, Mobber sind die Täter, so, also ganz klar. Aber da gab es eine Studie aus England, die haben herausgefunden, dass der Mobber an sich eigentlich auch leidet. Der ist nämlich ähnlich unter Stress wie der Gemobbte, weil der muss ja immer gucken, so ein Mobber, der muss ja sehen, dass sein Opfer sozusagen, dass er das immer wieder malträtiert, dass er die Kontrolle behält. Mhm. Und in dem Moment, wo sich das Opfer dann auch noch wehrt oder wo er merkt, das wird dünnes Eis, weil andere sich vielleicht auch gegen ihn stellt, den geht es dann letztendlich nachher auch. Mhm. Man mag es kaum sagen, aber der ist fast genauso gestresst wie der Gemobbte. Ja, gut. Ist auch keine Entschuldigung. Die werden nachher ähnlich krank. Mhm. Ist keine Entschuldigung dafür, aber nur mal so, um zu sehen. Ja, ist ein Erklärungsversuch, weil das ist vielleicht ein Ansatz, um dann auch mit denen, du musst auch irgendwie versuchen, dass es auch aufhört. Ne? Also Mobben, ne, jetzt für alle, die vielleicht sagen, jo, eigentlich gehöre ich auch mit zu den Mobbern. Und ich hatte sogar, wir haben auch eine Zuschrift bekommen von jemandem, die sich vielleicht auch noch mal vor, die sowohl Opfer als auch Täter war. Dann lese ich doch vor. Muss ich jetzt erstmal finden. Ach so, ja, okay, dann macht der Reihe nach. Aber dass sozusagen der Mobber durch diesen ganzen Stress, den auch das Mobbing dann auslöst, letztendlich auch ein armes Schwein ist. Nachher. Ja, ne? Ja, aber gut. Also lass uns trotzdem. Es sind ja eben zwei Seiten. Es ist ein Täter, ein Aggressor und es ist das Opfer. Also klarer kann man es nicht sagen. Und beim Mobbing ist das eben so schlimm, dass diese Opferrolle klar definiert ist. Ja. Also da gibt es ganz tatsächlich, da ist derjenige, der das Ziel ist. Ja. Und das ist das. Ja. Deshalb ist es eigentlich auch eine ganz eindeutig, für mich jedenfalls, strafbare Geschichte. Warum jetzt eigentlich das bei uns immer noch nicht so richtig im Bereich Strafrecht und so gelandet ist, weiß ich eigentlich nicht. Weil inzwischen haben wir es ja immerhin bei Stalkern geschafft, dass die wirklich, dass es dort ein Stimmt. eine Straftat ist. Genau, ne? Aber es ist trotzdem, wenn man, also du kannst aber trotzdem Teilaspekt vom Mobbing, deswegen kannst du Leute anzeigen. Mhm. Also zum Mobbing gehört ja zum Beispiel Beleidigung. Mhm. So, das ist im Strafgesetzbuch, gibt es einen Paragraph 185, habe ich gelesen, Beleidigung oder üble Nachrede, Verleumdung bis hin zur Körperverletzung.
das ist ja alles das, was im Rahmen von Mobbing auch stattfinden kann. Das sind Teilaspekte, die natürlich eine Strafverfolgung möglich machen. Nur es gibt nicht, du kannst nicht jemanden wegen Mobbing jetzt so als Allgemeinbegriff anzeigen. Aber diese ganzen Unterpunkte, die sind strafwürdig und da kannst du auch ganz zum Schluss, selbstverständlich, auch den Rechtsanwalt nehmen und sagen, so und so, diese Punkte sind da. Und die müssen erfüllt werden. Und darauf wollte ich jetzt raus. Also Mobbing, es gibt keine klare Definition, tatsächlich immer noch nicht, was es ist. Aber man weiß, dass du nur dann vom Mobbing sprichst, wenn die Schikane durch meinetwegen Mitschüler oder durch den Chef oder durch Kollegen erstens systematisch und zielgerichtet erfolgt, so. Also das ist nicht nur ein einmaliger Ausrutscher, sondern das hat System. Und der zweite Punkt ist, es ist wiederholt. Das heißt, Mobbing muss über einen längeren Zeitraum erfolgen. Also nicht jeder Vorfall, wenn ich mal irgendwie ein Kollege blöd anmacht, ist dann gleich Mobbing, sondern es, und deswegen ist es so wichtig, es muss schon über einen längeren Zeitraum und du musst es auch versuchen, irgendwie nachzuweisen und zu dokumentieren. Deswegen ist schon mal Hinweis, wenn du drunter leidest oder dein Kind drunter leidest, führ wirklich minutiös ein Mobbing-Tagebuch, wo du alles drin aufschreibst. Also das gibt so einen Verein, das ist Zeichen gegen Mobbing e.V., okay. Und der sagt, vier typische Merkmale für Schüler gilt das jetzt. Ne? Also das Kräfteungleichgewicht, also diese Dynamik, die es in Schulklassen gibt, ne? Immer so hin und her, wer Bildung von Grüppchen und dann gibt es wieder so ein Hierarchiegefälle und sowas in Klassen. Und da gibt es dann eben Leute, die, für, um ihre Machtposition zu stärken, sich die Schwächsten oder Kleineren oder Dickeren oder wen auch immer raussuchen, die eben das sind die vermeintlich unterlegen sind. Das geht eben darum, die Stärke rauszuposaunen. Ja. Und da zählen eben Faktoren wie körperliche Stärkung, Größe oder Alter oder sowas eben dazu. Und auch die Beliebtheit innerhalb der Gemeinschaft. Also wenn du sehr intelligent bist, kann das ein Grund für Mobbing sein, aber auch wenn du ein bisschen dusselig bist. Also ist ganz egal. Genau. Es gibt immer irgendeinen Grund. Das ist ja das Doofe. Ein Mobber findet immer irgendeinen Grund. Zweitens die Häufigkeit, also wie oft eigentlich. Und als Faustregel geht für die hier, für diesen Verein, um vom Mobbing sprechen zu können, muss es mindestens einmal in der Woche zur Handlung kommen. Okay. Also dass, wenn alle paar Monate mal so ein Ding kommt, dann ist das eine Beleidigung an sich. Aber Mobbing hat wirklich dieses, dass es häufig ist. Und auch die Dauer, die sprechen davon, wenn es mindestens ein Monat ist. Das ist so eine Faustregel, das kann man im Einzelnen nicht sagen, aber so ungefähr. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt für die. Und dann das Wichtigste ist dann die Hilflosigkeit. Also das heißt, das ist dann, wenn der Betroffene eben die Opferrolle akzeptiert hat. Und dann verfestigt sich dieses Gefüge, weil dann klar ist, wer auf welchem Posten sitzt. Und das ist wie so ein Teufelskreis, ne? Weil die betroffene Person kann aus eigener Kraft da nicht mehr so rauskommen. Meistens sind noch andere beteiligt, die dann eben dieses Kraftgefälle oder so unterstützen. Und damit ist das irgendwie, hat sich das alles so verschlimmert, dass eigentlich nur mit Hilfe von außen irgendwie ein Schluss sein kann damit und Hilfe und das Leid der Betroffenen beendet werden kann. Also das ist wirklich das, was auch dieser Verein als Grundlage dafür sieht. Und das Mobbing an sich, der Begriff Mobbing, ne, der hat sich, da habe ich nachgelesen, sich nach dem Ende der 80er etabliert. Und es konnte bis jetzt noch nicht einheitlich festlegen, was genau Mobbing ist. Witzigerweise ist, wenn wir alle unter Mobbing, wir sagen nur, wir haben eine Sendung Mobbing, wir verstehen alle, was wir darunter verstehen. Aber so ganz genau definiert nicht. Wir wissen alle, wovon wir sprechen. Ja. Das ist doch Blödsinn. Wobei ich glaube, es gibt auch Menschen, je nachdem, wie sensibel du bist und wie weit du betroffen bist, dass du auch dann, wenn du einmal angefangen, also wenn du einmal gemobbt wurdest, dann hast du natürlich ganz feine Antennen. Und dann guckst du auch schon und wählst womöglich einen Blick, der ist irgendwie ein bisschen komisch oder der hat mich nicht begrüßt. Aber das ist doch völlig egal. Wir alle wissen, was Mobbing ist. Wir alle, jeder von uns, also wieso, wir haben doch gesagt, wir wollen einen Titel, wir haben nicht mehr lange erklärt und so, sondern wir haben gesagt, Thema Mobbing. Und du hast Zuschriften ohne Ende, weil wir alle, die Hörer, ich, du, wir wissen doch alle genau, wovon wir reden. Wieso erzählen uns Behörden und so weiter immer das, ist nicht so ganz klar und bla und blub.
Das ist doch Blödsinn, wir wissen alle, was es ist. Also. Da kommt übrigens, bevor du weitererzählst, ich habe auch da eine Zuschrift bekommen. Da schreibt jemand, Mobbing kommt leider nie aus der Mode. Ist das, und jetzt kommt die Frage, ist das eine tief verwurzelte Veranlagung der Menschheit? Gab es das schon bei Steinzeitmenschen? Oder ist das eher ein Zivilisationsproblem, weil es uns eigentlich zu gut geht? Das ist eine interessante Frage, aber ich war noch nicht so weit. Oh, also, weil ich wollte dir nämlich einmal vorher sagen, was die hier, dieser Verein, darunter versteht. Okay. Laut dem Verband Zeichen gegen Mobbing beschreibt Mobbing die absichtliche Ausführung verschiedener Gewaltformen zum körperlichen und seelischen Schaden einzelner Personen. Richtig. Dabei kann Mobbing eine große Bandbreite an Handlungen umfassen, die von verbalen Erniedrigungen durch Beschimpfen und Hänseln über Beleidigung in sozialen Medien, also Cybermobbing, bis hin zur körperlichen Gewalt, dem sogenannten Bullying, reichen können. Also ich finde, das ist eine völlig klare Aussage. Die Bandbreite, genau. Das ist das, was Mobbing ist. So. Und jetzt, wenn ich mir dazu jetzt die Frage anhöre, dann ist mir eigentlich ziemlich klar, dass das eine Sache ist, die wir Menschen eigentlich schon immer gemacht haben. Ich glaube, das ist, wenn man das so von der Evolution her, ne, dieses schützen vor anderen, vor Leuten, die anders sind, sozusagen den inneren Kreis wahren und Leute, die sozusagen nicht in meine Höhle eingeladen werden oder nicht da so reinpassen, dass ich die dann möglichst ausgrenze, weil sie könnten ja möglicherweise gefährlich werden. So würde ich evolutionspsychologisch versuchen, das zu erklären. Mhm. Ich würde immer denken, also der Mensch hat in der gesamten Menschheitsgeschichte immer Leute, die nicht so ganz in die Gruppe passten, die Außenseiter, immer als Objekt benutzt, um eigene Rachegedanken, um eigene Herrschaftsgefühle, um Überlegenheitsbedürfnisse loszuwerden. Es gab immer so ein Feindbild und das gibt es immer. Entweder sind es, weil sie sind kleiner oder sie haben eine große Nase oder das hatten wir auch. Also es gibt immer irgendein Zeichen oder irgendetwas, warum die anders sind. Und die anders sind, das sind immer die man argwöhnisch betrachtet und die man nicht so in der Gruppe haben möchte. Anders kann man sich auch nicht erklären, warum wir im Moment so einen Aufschrei haben und uns wegen oder warum sich Leute wegen ein paar Flüchtlingen aufregen, die jeder christliche Mensch versorgen würde. Das ist etwas, das ist mir völlig klar, dass es immer um Außenseite auch ein bisschen geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass schon unter den Pyramiden irgendwie der eine Ägypter zum anderen gesagt hat, du hast aber ein rotes Lendenschürzchen, also weg damit und dann zu den anderen und guck mal. Warum muss ich gerade an Asterix und Obelix bei den Ägyptern denken? Ja, stimmt. Also das, oder bei den Steinzeitmenschen, ne? Ja. Der hat ja so komische Zähne. Oh, du, der nagt immer am Mammutknochen. Genau. Und so. Und dass immer Leute intrigiert haben oder geschludert haben oder andere schlecht machen. Das ist uns allen ja nicht neu. Also dieses Lästern über andere und so, die halbe Fernsehwelt lebt davon. Ja. Also, aber die Frage nochmal, ist es vielleicht evolutionär oder ist es drin in den Genen, in der Menschheitsgeschichte, dass andere, die anders sind, ausgegrenzt werden? Im Ursprung eigentlich ja, würde ich schon sagen. Und dass Leute Herrschaftsgedanken haben. Und sie werden natürlich, indem sie andere Leute ausgrenzen, versuchen sie dann, ihre Herrschaft zu festigen und sozusagen diesen kleineren, diesen inneren Zirkel zu stärken. Und das ist ein gruppendynamisches Phänomen, das ist ganz brutal, dass mit jeder Grenzüberschreitung, das heißt, wenn jetzt irgend so ein Anführer in der Schule oder im Job sozusagen fortschreitet und voranschreitet und jemand anderen wirklich brutal mobbt, dass denn sozusagen seine Follower im Hintergrund zum einen Angst haben, sie könnten ja auch dazu gehören und deswegen den Mund halten, das Maul halten. Und zum anderen kommt da so ein innerer, so ein Stärkungsprozess bei dieser Mobbinggruppe sozusagen in Gang. Super brutal. Und nochmal, darf man echt nicht unterschätzen, weil es führt eben halt zu diesen bisschen zu psychischen Erkrankungen, bisschen zu Angststörungen, Zwangsstörungen, Depressionen. Interessant ist ja auch, dass es immer ein
es gibt ja in einer Klasse sind ja nicht mehr Mobber als andere, sondern das sind immer so, nicht nur in der Klasse, sondern überhaupt. Das Gros der Menschen kann sich ja selber gar nicht vorstellen, sowas zu tun. Also die vielen Zuschriften, die wir jetzt gehabt haben, zeigen doch ganz klar, wie viele Menschen da eigentlich Opfer gewesen sind. Ja. Und keiner davon wird doch auf die Idee kommen, ja, jetzt selber irgendwie ins Internet zu gehen und irgendwelchen, ich weiß gar nicht, was loszulassen. Mm-mm. Ne? Mm-mm. Aber dieser Reiz, auch gerade jetzt im Internet, nehmen wir jetzt mal Cybermobbing, das habe ich Gott sei Dank ich selbst nie erfahren, will ich auch nicht, aber ich weiß es von anderen, auch die ich begleite, das ist dermaßen brutal. Das ist so schlimm, wenn die sich auf dich eingeschossen haben, wenn ein Shitstorm nach dem anderen kommt, wenn ganz junge, auch wirklich so, wo du weißt, sie sind nicht älter als 14, 15 Jahren, auf übereinander herfallen. Wirklich wie so eine Meute, ja, und dann wirklich bei dem anderen auch alles, alles in schlimmster Form mit schlimmsten Worten dann in den Dreck ziehen und dann hinterher sich auch noch toll fühlen. Ja. So. Und was ist es? Das ist auch viel die Anonymität. Ich glaube, das ist eine, dass das Mobbing so fortgeschritten ist und solche Dimensionen annehmen konnte, wie es das jetzt tut, ist den elektronischen oder also wirklich diesen Kommunikationsmitteln zu verdanken, weil du kannst dich wunderbar verstecken. Also Max 248, das sagt dir ja gar nichts. Und wie willst du dahinter kommen? Interessant ist, gerade gestern gab es einen Artikel gelesen, die Grünen-Politikerin Renate Künast, selber ja Juristin, ist Anfang des Jahres, ich will die Geschichte nicht erzählen, also wer Lust hat, kann das nachlesen. Ging um eine 30 Jahre alte Sache, da gab es irgendwo dann einen kleinen Bericht irgendwo und das haben Leute aufgegriffen und haben daraufhin sie beschimpft. Eine Politikerin, richtig. Mit Begriffen wie Drecksfotze, Stück Scheiße, geisteskranke hohle Nuss und Schlampe und und ich glaube, ich weiß nicht was, noch, ich glaube 72 Belehrte, ist egal. Das waren insgesamt 22 Facebook-Nutzer und die haben also die Künast im März diesen Jahres mit sexualisierten Beleidigungen überzogen. Also richtig Trabjagd gemacht. Richtig, ne? Trabjagd. So, dann hat sie dagegen ist man vorgegangen und jetzt ist vor Gericht ein Urteil erfolgt und das Gericht hat bestimmt, dass diese Facebook-Nutzer nicht ermittelt werden dürfen. Was? Dass also, da diese Beleidigung im Zuge einer Debatte, also im Zuge einer Auseinandersetzung gefallen sind, gelten sie als nicht beleidigend. Die und haben ganz ja wohl ehrlich, Entschuldigung. Das ging sogar so, das ging dann durch die Menge und selbst parteifremde Politiker haben gesagt, das ist ja wie eine Treibjagd. Ja. Also damit ist ja, wie soll ich sagen, damit ist ja eigentlich Tür und Tor geöffnet. Ja. Da kann jeder, der jetzt irgendwie ein Argument hat, kann ja sagen, ich finde ihre Politik nicht so toll und dann kann er ja seitenweise ablästern und zutiefst beleidigend sein und das jede Woche dauernd und immer. Also Mobbing wirklich vom Gericht Vorschub geleistet. Das geht gar nicht. Und das geht meines Erachtens nach. Was sind das für Richter, die da... Was haben die, wo leben die? Vor allen Dingen finde ich es ja komisch, dass man denkt, dass in einer Debatte so eine Äußerung in Ordnung ist. Also Tilly, wirklich, wir unterhalten uns jetzt hier über Mobbing, aber deine Meinung finde ich nicht gut, du Scheißkerl. So, du blöde Kuh. Hä? Was? Ja. Und das ist denn Debattenkultur? Nee. Oder so sollen wir uns auseinandersetzen? Das ist doch nicht mal keine Kultur, das ist also ist einfach Murks. Aber es ist aber nun und trifft es ja die Richtige, die wahrscheinlich da auch noch, glaube ich, weiter vorgehen wird. Ja, sie ist selbst Juristin und ich denke, dass sie da auch absichtlich dagegen vorgegangen ist. Einfach, weil das muss ja auch mal irgendwann geklärt werden. Ja, wie sollen wir denn alle damit umgehen? Ja. Du hast doch geschrieben, hast du den vorgelesen eben? Ja, ne? Wo sie, die Mail, wo die Dame sagte, dass sie auch behördlicher versucht hat, Nee, habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber wir haben da auch eine Mail, die gesagt hat, sie doch mal. Wir haben so viel bekommen, ich kriege das gar nicht. Aber sie versucht, da gab es eine, die auch sagte, ich versuche da auch wirklich jetzt behördlich gegen vorzugehen, auch was die Schule jetzt angeht. Genau, und eine sagte, dass ja auch behördlich überhaupt keine Unterstützung war. Ja, das betrifft dies Jahr, dies Genaue. Ja, ja. Dass du eigentlich, überall wird geraten, auch von diesem Verein und so, dass man sich Hilfe holen soll. Ja.
Aber wenn natürlich die Hilfe auch so ein bisschen hilflos ist oder wenn du das Gefühl hast, die Lehrer mobben mit, ja, dann, es gibt nun mal Kinder, die sind vielleicht sehr schwierig. Mhm. Die haben vielleicht ADHS oder sie sind automatisch die Kleinsten. Dann sind sie per se erstmal schon, können sie so, wie soll man sagen, dann werden sie gern als Opfer gesehen von irgendwelchen Idioten, die denken, sie brauchen irgendwo jemanden, an dem sie ihre Stärke vermeintliche Stärke ausprobieren. Und dann kann es vielleicht sein, dass derjenige dann auch wirklich, der gemobbt wird, dann auch wirklich sich bekloppt benimmt, weil er eben lauter Angst hat und dann nicht gerade der Liebling der Lehrer wird. Aber das ist alles kein Grund. Für mich ist das völlig unverständlich, warum pädagogisch geschultes Personal wie im Lehrer auch nicht ganz eindeutig Stellung beziehen können und nicht ganz eindeutig Schülern, die gemobbt werden, helfen können. Hm. Ich habe leider noch nie die Gelegenheit gehabt, mit einem Lehrer oder einer Lehrerin zu sprechen, die mir genau erklärt, warum sie jetzt einem Mobbing-Opfer nicht helfen kann. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber scheinbar ist es ja wohl so, dass doch es Lehrer gibt, die sagen, da können sie nicht helfen. Ja, beziehungsweise die sagen dann, wir sind sowieso überbelastet, zu viele Kinder, zu viele, alles mögliche, aber es ist alles kein Grund. Dieses Gefühl, alleingelassen zu werden, dieses Gefühl, anders mit seinem, vermeintlich anders zu sein, und du hast schon gesagt, mit dem Aussehen. Mhm. Ja, es fängt an mit dem Aussehen und es ist leider so, auch das gibt Studien, Menschen, die vermeintlich attraktiver sind, die vermeintlich ein bisschen dem Klischee entsprechen, dass man hübsch ist, werden eher weniger gemobbt als eben der Kleine, der ein bisschen mobbelig ist oder der sonst wie was ist. Also da kommen wir wieder zu diesem Punkt, derjenige, der anders ist, der ist sozusagen vermeintlich ja auch ein leichtes Opfer und dann können wir das tun. Wir haben auch eine Zuschrift bekommen, jetzt geht's Mobbing auch im Erwachsenenalter. Da schreibt jemand, also mindestens 2 Jahre lang wurde sie gemobbt. Die Chefin hat das schön geredet, der Betriebsrat hat das weggelächelt. Keine Abmahnung erfolgte und bei ihr blieb ewig bis heute das Gefühl von ihr, man glaubt mir nicht und mir hilft auch keiner. Und das ist so 2 Jahre her, jetzt hat sie eine tolle Therapeutin und aber die Frage, die sie bis heute sich immer noch stellt, die sie so bewegt, ist: Warum hat sie überhaupt gegen ihr Bauchgefühl, da nicht richtig zu sein, warum hat sie da nicht drauf gehört? Warum hat sie nicht dem Bauchgefühl den Raum gegeben und gesagt, nee, das ist nicht meine Firma hier, da werde ich nicht glücklich. Also immer diese Frage, warum passiert mir das und warum bin ich eigentlich geblieben? Ich glaube, das ist phasenweise im Leben, hört sich jetzt blöd an, aber dass man manchmal auch lernen muss, wirklich auf sein Bauchgefühl zu hören. Ja, bitte. Man misstraut manchmal seinem Bauchgefühl und hält das für nicht so wichtig und denkt immer, Mensch, wir leben in so einer Welt, die ist ja so ein bisschen auf Fakten und Bauchgefühl, das sind aber so andere Faktoren, vielleicht ganz gutes Verdienst oder sieht doch nach außen ganz gut aus oder vielleicht schaffe ich das ja doch. Vielleicht war auch ein gewisser Anreiz da drin zu sehen, ob ich das nicht doch schaffe. Mhm. Und dann ist man bei solchen Sachen, wenn man dann da drin ist, ja auch so ungläubig irgendwie. Man kann ja immer gar nicht fassen, dass einem so ein Scheiß passiert, weil man irgendwie von sich auch überhaupt nicht sich vorstellen kann, dass man sich solcher Mittel bedient. Ja. Man selber wird das ja nicht machen. Nee. Warum? Und die uns diese Zuschrift geschrieben hat, die würde ja nie auf die Idee kommen, jemand anders mit solchem Mist zu überlegen. Und deshalb bleibt sie und denkt natürlich, wenn ich jetzt gehe, bin ich auch für mir selber ein Feigling. Und wie soll ich die Sache lösen? Es ist ja, man ist hilflos, weil man auch so ein bisschen überrascht ist und es nicht so ganz glauben kann. Dieses Ungläubige ist ja auch oft dabei. Also ich fand das immer komisch. Man kann und diesen sich das Schritt echt nicht vorstellen. Wirklich zu sagen, ich gehe jetzt, ist ja auch immer das, ich gebe diesen Mobbern sozusagen jetzt recht. Ja. Also sie haben gewonnen. Und das wollen auch einige nicht. Wobei, das sage ich schon mal ganz klar. Also wir haben nur dieses eine Leben. Und wenn wir wirklich in so einer Situation sind und wir haben alles Mögliche probiert und wir haben keinen Rückhalt und es wird nicht besser. Meine Psyche spinnt schon rum, mein Körper rebelliert, ich kann nicht mehr schlafen, ich gehe mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Dann ist es absolut keine Schande zu sagen, ich quittiere jetzt diesen Kram, ich suche mir einen anderen Job irgendwo anders und gehe da wieder mit Spaß und Freude denn zur Arbeit. Also in letzter Konsequenz ist dann auch wirklich zu sagen, ich quittiere jetzt das, weil mir ist meine Gesundheit
Und mir ist mein Spaß im Leben ist mir wichtiger, als jetzt zu beweisen, dass ich das mit irgendwelchen Idioten aufnehmen kann. Mhm. Es ist viel, viel wichtiger. Aber lass uns vielleicht mal so überlegen, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich merke, ich werde gemobbt? Da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit ist vielleicht ganz niedrigschwellig, wenn ich frisch in der Schule oder frisch im Job bin. Ich kann versuchen, das einfach zu ignorieren. Weil jede Provokation geht ins Leere, wenn ich nicht drauf reagiere. Ich kenne die Mechanismen, ich kenne die Hierarchie noch nicht so richtig. Ich lasse das sozusagen, ich überhöre das, ich ignoriere das, ich gehe da gar nicht drauf ein. Das wäre sozusagen so die ich versuche damit auch ein bisschen Kontrolle darüber zu bekommen. Ich registriere es, aber steige nicht weiter drauf ein, um sozusagen da das dadurch zu deeskalieren. Das wäre Schritt Nummer eins. So. Was kann man dann machen, wenn das nicht wirkt? Das geht immer weiter. Ja, also es sind ja mehrere Sachen, die man gleichzeitig auch tun sollte. Also erstmal muss man natürlich einem vertrauten Menschen davon erzählen. Hm. Und natürlich muss man einen kleinen Augenblick, also bitte Leute, versteht das nicht falsch. Man muss einmal kurz überlegen, ob ich diesem Mobbing Vorschub leiste. Also okay. wenn mir nachgesagt wird, oder ich werde gemobbt, du leistest sowieso nur Scheißarbeit und was weiß ich sowas. Mhm. Einmal kurz überprüfen, mache ich alles richtig? Mhm. Das ist wie so ein Check-up. Mhm. Dann gibt es einem ja das Selbstbewusstsein, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann weiß ich ja, die erzählt Müll. Ja. Sie will damit ihre eigene Unzulänglichkeit kaschieren. Ja. Ja. Und jetzt der erste Schritt, sofort, wenn mir das auffällt, ein Tagebuch führen. Ja. Das hast du schon erwähnt, ein Mobbing-Tagebuch. Da schreibt man jeden Tag rein oder immer, wenn was passiert ist, Datum, Uhrzeit, beteiligte Zeugen, eventuell. Das mit den Zeugen ist so wichtig, ja. Weil das wäre natürlich der Hammer, wenn du sozusagen eine Auseinandersetzung hast und du weißt, dein Kollege Müller oder Frau Schulz und so, die stehen daneben oder deine Mitschülerin. Und die können das dann auch bezeugen und das lässt du dir dann auch wirklich, ja, und das da vor Gericht wäre das toll. Aber dann gibt es diese, die dann immer nichts gesehen haben und dann nichts wissen, ne? Befragt vom Lehrer, sagt der Schüler an, also das habe ich überhaupt nicht so gesehen, weil der natürlich auch Schiss davor hat vor dem. Trotzdem, probieren. Hast du einen Frosch immer als Hase? Ja, ja. Auch einen Kaffee in der, ja, Mensch. Ja, mache ich ja. Das ist ja, die ist ja, die trinkt Kaffee, die isst ihr Brioche mit selbstgemachter Pflaumenmarmelade. Das hört sich so an, als ob wir nur Brioche mit Pflaumenmarmelade essen. Essen wir im Moment. Nein, wir essen auch Pflaumenmarmelade mit Brioche. Nee, also gut, also dieses Mobbing-Tagebuch ist wirklich wichtig. Zeugen, wenn es irgend möglich, wenn ihr auch Auseinandersetzungen dann mit diesem, wenn es eine Person ist, die euch mobbt, seht wirklich zu, wenn ihr dann mit denen spricht, dass da auch jemand mit dabei ist. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage ist. Ich hau jetzt einfach mal einen raus. Na, Mama. In der heutigen Zeit, wo wir alle irgendwie Smartphones oder sonst wie mit uns rumtragen, wenn ihr wisst, da kommt wieder so eine Situation, nehmt doch die Geschichte auf. Zumindest für euch und ihr könnt es dann auch sonst abtippen. Und wenn, falls es dann im Worst Case, falls ihr euch da sagt, interessiert mich nicht, ist keine Beweislage oder so, aber ihr habt es dann trotzdem. Und für einen Anwalt ist das dann auch eine Sache. Also, für einen Anwalt ist es eventuell auch richtig. Annika, das ist so wichtig, weil ich glaube, wenn du da so drin bist, du traust ja manchmal deine eigene Wahrnehmung. Richtig. Du denkst ja, du spinnst oder du bildest das dir nur ein. Ich denke, das ist gar nicht verkehrt für dich. Wenn du jetzt eine Kollegin hast und die kommt jeden Morgen reingeschüsselt und weißt, du kriegst jeden Morgen deine Dosis ab. Jo. Wieso? Lass doch dein Handy im Schreibtisch irgendwo laufen. Ne? Jo, genau. Was soll's? Du hast dann die Bestätigung, wenn du das dann immer wieder und dir das immer so anhörst, dann merkst du auch, wie blöd das eigentlich ist. Nicht? Ja. Manchmal hilft es ja schon, dann drüber zu stehen. Aber das ist eine kleine Sache und das gilt zum Beispiel für Schüler oder für Cybermobbing und so, da kannst du da nichts werden. Da kannst du aber was mit Screenshots werden. So. Also da das aufnehmen und das sammeln. Und das dann auch sonst den Provider oder sowas hinschicken. Aber wir haben da ein Problem, wenn es um Schüler geht, weil gemobbte Kinder in der Regel ihren Eltern nichts von ihrem Material erzählen. Ja, das ist das Ihnen. Ne? Weil sie sich schämen, weil sie sich in dieser Opferrolle befinden und das Gefühl haben, dass sie sich da nicht aus eigener Kraft irgendwie rauskriegen. Sie haben ja teilweise das Gefühl, das stimmt und wollen jetzt nicht auch noch von den Eltern bestätigt haben, dass sie irgendwie zu klein, zu doof, zu dick, ich habe keine Ahnung sind.
das ist natürlich, und oft ist es auch so, und das muss man manchmal auch Eltern einen vor die Rübe geben, dass die das, und wie Eltern auch, das nicht so ernst nehmen. Da kommen wir wieder dazu, dass, was sie gesagt hat vorhin, die, und was einige Zuschriften ja auch gezeigt haben, dass das nicht ernst genommen wurde. Ja. Ach, Kinder, ach ja, das passiert. Ist so eine, wir haben uns früher auch gehänselt. Leute, das ist ein richtiger Scheißsatz. Gehänselt ist was ganz anderes. Mal so ein Ding und mal so ein bisschen gehänselt. Das ist eine Sache, aber Mobbing, dauerhaft, haben wir schon Opferrolle, systematisch ist noch ein Happen mehr. Ganz genau. Und wenn mal gehänselt wird, dann muss man natürlich auch helfen als Eltern, aber es hat noch nicht diese diese Schlagkraft. Als Eltern ist man ja auch, wenn man dann sowas mitkriegt, dass das Kind öfter gehänselt wird, hat man ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Kampfsport. Eine super Idee. Ich finde ja sowieso, es sollte Selbstverteidigung, für Mädchen sowieso, aber generell Selbstverteidigung wäre doch ein toller Kurs in der Schule. Oder überhaupt, ich würde mein Kind sofort zu sowas schicken. Einfach damit es sich wehren kann. Denn da kannst du auch mit 1,50 kannst du da noch einen etwas größeren Kerl flachlegen. Und Annika, was du gerade machst? Ja, was denn? Du rufst hier zur Selbstjustiz auf, Mando. Nein, ich rufe zum Selbstbewusstsein auf. Gut, das Kampfsport, Selbstbewusstsein, ja. Selbstwertgefühl stärkt, keine Frage. Und es gibt, und wenn jemand das in einem vernünftigen Studio macht, und so gibt es da wirklich auch die ganze Gedankenwelt dahinter, das heißt ja nicht, dass ich jetzt losstürme und jeden mit dem Judo-Griff flachlege. Gerade Leute, die Judo machen. Ihr müsstet das jetzt sehen, die blitzt mich hier so an, jetzt kriege ich Angst. Ja. Oh, ich habe den geblümten Gürtel. Du hast den geblümten. Ich habe den geblümten Gürtel. Genau. Damit mache ich dich fertig. Oh, ich jetzt, ja. Das, ja. Jetzt haben wir das. Ich habe den 28. Danny. Dann. Ja, du hast. Echt? Oh, Scheiße. Gut, aber nochmal ganz, ganz klar, ne? Für Eltern, Verhaltensveränderungen gucken. Ja. Wenn Kids wirklich anfängt, ich will nicht mehr in die Schule, da mal auch wirklich genauer nachgucken. Ja. Wenn es schlecht schläft, wenn es psychosomatisch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und sowas war, wirklich auch mal gucken. Und dann, was ich so extrem wichtig finde. Kleine Kinder. Dann, ja. Wenn die plötzlich wieder anfangen einzunässen. So soll oder nicht mehr alleine schlafen wollen. Plötzlich oder sowas. Und dann seid ihr als Erwachsene natürlich hier Löwenmutter und Löwenvater. Und dann düst ihr hin zur Schule und dann lasst ihr euch nicht abwimmeln und dann zeigt ihr eurem Kind, dass ihr natürlich dahinter steckt. Und gilt genauso für Erwachsene auch. Ne? Also wenn du das Gefühl hast, ich komme nicht mehr weiter und du hast vielleicht gute Kollegen oder du hast einen Partner oder du hast Freunde, berede das mit denen und vielleicht sagen die, weißt du was, beim nächsten Gespräch mit dem Betriebsrat zum Beispiel oder sowas, ich komme einfach mit als Zeuge, ich stärke dir den Rücken. Hast du das Gefühl, dass ich bin nämlich so alleine ausgesetzt, das ist ganz wichtig. Na, du hast hier gehört bei der einen Dame, die ja auch sagte, der Betriebsrat war auch keine große Hilfe. Es kann manchmal so sein, wenn man, Menschen, da sind auch nur Menschen, wenn das auch so Knallköpfe sind. Das ist manchmal, manchmal haben die einfach keinen Bock oder keine Ahnung. Das Leben ist manchmal richtig scheiße und ungerecht und das läuft manchmal richtig. Aber dann muss man auch einfach sagen, ist einfach nicht meine Ecke hier. Also manchmal ist es wirklich besser, ganz ehrlich, über eine Zeit lang mal irgendwo bei Burger King oder keiner McDonald's oder so ein Brötchen zu backen und dann mal wieder zu gucken, wo gehe ich jetzt hin oder da zu bleiben. Da fände ich vielleicht sogar noch nette Kollegen oder so und bin mal eine Zeit lang raus von diesem, auch von Druck und so weiter. Das war jetzt im übertragenen Sinne. Aber du hast ja immer noch die Möglichkeit, schriftlich, also jetzt auch für Job, gilt aber auch für die Schule, schriftlich nochmal deutlich zu machen, dass und das ist passiert. Und wenn das nochmal passiert, wirst du rechtliche Schritte einleiten. Und das wirst du dann bitte schon auch machen. Dann gehst du zum Rechtsanwalt deines Vertrauens mit deinem Mobbing-Tagebuch, mit deinen Berichten, vielleicht auch mit den Leuten, die das bezeugen können. Und dann klappt ihr mal aus, wie er jetzt diesen Mobber oder dieser Situation, wie er da ja auch juristisch dagegen vorgehen kann. Und das Beste ist natürlich immer erstmal ins Internet zu gucken. Es gibt ja mehrere, eben auch wie dieses Zeichen gegen Mobbing e.V., verschiedene Sachen bei verschiedenen Dingen mal nachgucken, sich Informationen holen. Die hier sagen noch, wenn Opfer versuchen, sich aus der Rolle zu befreien, indem sie den Tätern Schaden zufügen, weißt du, oder Eltern, die dann ganz aufgeregt sofort zu den Eltern und sofort sich das Kind vornehmen, das kann manchmal die Situation noch verschlimmern. Ja. Weil du hast keine große Handhabe. Da sagen die Eltern, mein Kind mobbt nicht.
Und schon ist die Situation, aber der Kleine kriegt noch einen drauf, wie kannst du es wagen, deine Eltern zu informieren. Mhm. Also das ist noch schlimmer. Besser ist es, sich auf sich selbst zu konzentrieren, seine eigenen Talente und Fähigkeiten zu entdecken, also jetzt bei Schülern, und Zeit mit vertrauten Personen zu verbringen. Mhm. Also denen geht es ganz klar darum, Selbstbewusstsein aufzupacken. Und die haben eine Checkliste von sechs Sachen für Schüler. Ja, die sagen, rede mit einem Menschen, über dem du vertraust. Hm. Also erstmal Schluss mit der Geheimnistuerei. Das ist der wichtigste Schritt. Ja. Also wirklich, das geht auch nichts, für Erwachsene. Es ist nichts Peinliches. Es wird nur dann peinlich, wenn du das unter den Teppich kehren willst. Dann wird es peinlich. Aber und so. In den meisten Fällen sind Eltern diejenigen. Und dieses also den Eltern davon nicht zu erzählen, weil man sich schämt oder weil man glaubt, die haben keine Ahnung. Man wäre überrascht, wie viele Eltern sagen, du, ich bin auch früher gemobbt worden. Ja. Ne? Zweitens, halte fest, was passiert ist. Richtig, Mobbing-Tagebuch. Ne? Richtig aufschreiben, was ist passiert. Blockiere die Menschen, die dir online schaden. Das ist ja meist der schwerste Schritt. Aber es ist ganz wichtig, dass man nicht immer wieder reinguckt. Wirklich, raus, weg mit dem Ding. Nicht reingucken. Das ist schwer, das können die meisten nicht. Die meisten, ich kenne gerade junge Mädels, die stehen morgens, die sind noch im Bett und gucken bei Instagram, wie ist denn da die Lage? Und wenn sie da wieder so ihre Hasskommentare, die werden wirklich richtig krank. Ja. Also blockieren und auch dem Provider, je nachdem, wo ihr da seid, die Leute, die auch melden. Die melden, ne? Also, Screenshot und so weiter, ne? So. Ganz wichtig. Mhm. Räche dich nicht. Viertens, ne? Das ist der vierte Punkt, räche dich nicht. Ja. Nein, drittens war, blockier die Menschen, die dir online schaden und so Screenshots, also wirklich das aufbewahren. Viertens, räche dich nicht. Das geht um hierarchische Verhältnisse und da ist es schwer, das hat so ein bisschen trotziges Aufbegehren, das passt, kommt meistens, schafft die Situation nicht aus dem Weg, das geht nicht. Und dann umgebe dich mit guten Menschen. Ja. Also such dir Freunde, such dir Verbündete, die dir auch zeigen, wie, was hast du eigentlich, ein toller Mensch bist. Ja. Also da geht es auch darum, such dir vielleicht die Sportart oder das Hobby oder was immer du wolltest, damit du auf Gleichgesinnte triffst. Mhm. Also nicht alleine vom Computer zu Hause rausgehen und sagen, Mensch, ich wollte eigentlich immer schon Fußball spielen und dann tust du es als Schüler auch in irgendeinem Verein. Mhm. Und da triffst du andere Gleichgesinnte, die auch gerne Fußball spielen und vielleicht triffst du da auf jemanden, der dein neuer Freund sein kann und dem du die Sachen erzählst. Mhm. Und sechstens, sei stolz auf dich. Und das ist dieses, was ich so wichtig finde, wo Eltern auch wirklich gefragt sind, dass Eltern nicht nur im Tagesgeschehen irgendwie so die Kinder mit verwalten, weil es ja so viel Alltag, sondern ab und zu auch mit drauf achten, dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben. Und Kinder müssen selber auch drauf achten. Das gilt genauso für Erwachsene. Ich wollte gerade sagen, alles, was du gesagt hast, ist 1:1 für Erwachsene genauso. Richtig, deshalb wollte ich das so gern vorlesen. Ah, das ist sehr gut. Ja. Als ich das gefunden habe, habe ich gedacht, das ist genau das, was man sich als Erwachsener auch mal gut tun könnte. Ja. Ne, das Festhalten, sich Leute besorgen, sich irgendwas besorgen, was einem auch Selbstbewusstsein gibt, weil man kann dann anders demjenigen gegenübertreten. Und man kann vielleicht auch diese Situation irgendwie aus dem Weg gehen. Und zwar in einer angenehmen Form. Also wenn man Gleichgesinnte zum Beispiel auch im Betrieb findet, bloß nicht in einer eigenen Abteilung oder so, dann sitzt man eben mit denen befrühstücken und dann kommt derjenige, der mobbt, auch gar nicht mehr so an einen ran. Aber dazu gehört, dass man sich öffnet und nicht in seinem Büro hocken bleibt und hinterm Schreibtisch in Deckung geht. Es geht darum, wieder Kontrolle über sein Leben zu bekommen. Es geht darum, dass ihr euch klar macht, wenn ihr gemobbt werdet, dass der Mobber, so eklig das auch ist, im Prinzip ist der schwächer als ihr. Im Prinzip ist das eine ganz kleine Nummer. Der hat ein Selbstbewusstsein im Minusbereich und hat ein Selbstwertgefühl in der Größe einer kleinen Erbse, einer ganz kleinen Erbse. Sonst bräuchte der das nämlich nicht. Mini-Erbse. Das ist so Mini-Erbse. Arme Erbse. So, nützt euch alles kluge Ratschläge. Ich weiß, wie es weh tut. Und ich sage es zum, weiß ich nicht, fünften Mal, take it, change it or leave it. Also wenn du das ertragen kannst, okay, zieh das Ding durch, versuche es zu verändern, was wir gesagt haben, ja, auch gut, aber leave it, wenn das in letzter Konsequenz, geh raus aus der Situation, denk dir böse Sachen, was sie da mit dir machen, aber
such dir woanders deinen Seelenheil. Ist unbedingt notwendig. Ne? Aber wie unsere eine Dame ja geschrieben hat, sie hat sich eigentlich gewundert über sich selbst, ne? Dass sie das 2 Jahre ausgehalten hat. Ja. Und das ist es meistens, das ist, hat so ein bisschen diesen Karnickel-Effekt von der Schlange. Ne? Wenn uns irgendwie so ein Mist passiert, dass wir erstmal so ein bisschen verharren, eben weil wir so ein bisschen fassungslos sind und weil wir denken, ich bin nicht im falschen Film, was passiert dir hier gerade? So. Gerade wenn du aus einer ganz anderen Ecke auch kommst. Ne? Und auch es gibt, ganz andere Werte. Also sagen wir es auch mal auf den Punkt, Annika. Es gibt böse, bescheuerte, schlimme Menschen. So. Arschlöcher. Es gibt, in einem Wort zusammengefasst. So. Ich bin ja mal für die direkte Sprache. Vor allem es bin ich immer für eine sehr ausgefeilte anspruchsvolle Sprache. Sprachst und haut sich wieder ein. Geht das denn rein, das Stückchen? Meinst du, das schaffst du? Aber wenn ich den Mund weit aufmache wie eine Eierschlange, dann geht das. Zu. Jetzt kann ich reden. So, also, habe ich hier das Maul gestopft. Nein, es gibt diese Menschen und wir haben immer die Entscheidung, ob wir uns mit diesen Menschen umgeben oder nicht, mehr oder weniger. Manchmal müssen wir auch mit denen zusammenarbeiten, dann ist es so. Nein, aber wir haben zumindest... Beim Mobbing haben wir ja nicht viel wahr. Wenn der in der gleichen Klasse ist oder im gleichen Betrieb dann hast du oder in der gleichen, was weiß ich, Rudergruppe, dann hast du leider Pech. Aber das, was du gesagt hast, such dir aber in diesen anderen Bereich. Es gibt mehr als nur Job und mehr als nur Schule. Such dir in diesen anderen Bereich Leute, die dich so mögen, so wie du bist und die dich auch aufbauen können und die dich auch stärken können. So, das kommt mir jetzt wirklich wie das Wort zum Sonntag vor, ne? Das Problem ist ja immer, dass man sich, wenn man so verletzt wird, zurückzieht. Ja. Und das machen wir alle. Ein bisschen genau Wundenlecken. Und dann gucken, und hat da schon wieder einer geschrieben, und dass alle diese Ratschläge genau in die entgegengerichtete Richtung gehen. Und dazu muss man unheimlich viel Kraft aufbringen. Ja. Also wirklich morgens, wirklich am Computer den Stecker zu ziehen oder sein Handy wegzupacken, nicht ranzugehen, nicht dein Konto bei Instagram zu kündigen und so. Ja. Und das einfach passieren lassen, das kriegen Kids nicht hin und Erwachsene eigentlich auch nicht. Und deswegen sind wir nicht alleine auf dieser Welt. Und deswegen ist es gut, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert, weiß ich nicht, durchs Leben geht, also einfach Leute um sich herum hat. Ja, aber auch das, wenn du alleine bist, ist eine schwierige Sache. Ja. Und das ist es eben, du wirst gemobbt und du ziehst dich in dich zurück, du bist alleine. Und dann rauszugehen und dir Verbündete zu suchen, das ist so schwer. Und deshalb finde ich toll, wenn da jemand sich auch Hilfe besorgt und Familienberatungsstelle, ich weiß nicht, Pastor, keine Ahnung, im Internet, guckt zu diesen Vereinen. Wir schreiben die Shownotes, schicken wir auch einen Link da zu dem Verein, dann könnt ihr auch gucken. Das muss ja noch mehr geben, ich weiß es jetzt nicht. Ja, das gibt ganz viel. Wir haben jetzt nicht recherchiert. Nein. So. Wen es alles gibt. Schweres Thema wieder. Ja, und ich finde, das ist so ein Thema, wo ich mich immer so aufrege. Ja. Weil ich das einfach so ungerecht finde. Das entspricht so überhaupt nicht meiner Einstellung. Nein. Wenn ich etwas bei jemandem auszusetzen habe, dann sagst du es. Dann sage ich das. Ja. Auch zwar, in Aug. Ja, und zwar auf eine höfliche Art eigentlich. Du kannst das Verhalten eines Menschen, egal wie, kannst du immer kritisieren. Das geht um das Verhalten. Aber Mobbing geht nicht um das Verhalten, sondern das geht um die Person. Richtig. Das ist vielleicht nochmal ein richtiger Unterschied. Das geht unter die Gürtellinie. Und du hast so das Gefühl, ich kann mich verhalten, wie ich will. Es wird immer irgendwie verkehrt sein. Weil es geht nicht darum, dein Verhalten zu kritisieren, damit du es veränderst, sondern es geht darum, dich einfach klein zu machen. Und das ist immer das Mist. Diese Mobber sind wie Vampire. Die weiden sich, die saugen dich aus. Die saugen ja deine Energie auch aus. Ganz genau. Und das ist es nicht. Und es ist eben so, dass es wesentlich vernünftiger ist, direkt die Sache anzusprechen, weil man das dann unter Erwachsenen klären kann oder unter Kindern. Aber dies hintenrum und über die heimliche Schiene, das macht aus einem wirklich ein Opfer, ob man will oder nicht. Das ist das, was ja auch jeden aufregt. Das ist ja auch beim Stalking so, dass du, ne, der ruft immer noch mal an und deine Nerven gehen einfach bei drauf, ob du willst oder nicht. Da kannst du noch so gestanden sein. Na. Das ist bei so ihm auch. Das ist diese chinesische Foltermethode. Immer noch mal ein Tropfen und immer noch ein Tropfen. Und da gibt nichts weiter, als erstmal eine Schüssel drunter schieben. Weg damit. Ja. Also, passt ihr Lieben auf euch auf und passt aber auch auf eure anderen, auf eure Lieben, nicht nur auf die Kids, auf die Freunde und so auch. Und wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas im Busch, dann sprecht es an. Und dann sagt ihr eben, hör zu, ich
bin dein Freund, deine Freundin, ich stehe da, ich stehe hinter dir. Mhm. Und der soll uns mal in die Quere kommen, also ich stärke dir den Rücken. Und vor allen Dingen so faktisch wie möglich dann rangehen, wenn es geht. Also wirklich sammeln und damit man was hat. Ja. Denn irgendwo, damit kann man noch eben am ehesten überzeugen. Denn wenn man nur so vom Hörensagen, ist immer so schwierig. Ja. Und dann läuft man Gefahr, dass irgend so ein Stiesel sagt, das glaube ich jetzt aber nicht. Ja. Ja. So, ihr Süßen. Stündchen ist schon fast um. Was? Ja, die Zeit läuft. Oh, das ist, ja, das ist auch ein Thema, über das man sich so echauffieren kann. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare. Übrigens nebenbei, ich freue mich wirklich doll. Irgendwie kommt sowas in Schwung. Also viele von euch, die trauen sich jetzt auch, Kommentare zu schreiben. Wir haben auch wieder Bewertungen bekommen, auch auf iTunes. Mhm. Die gewonnenen Kissen sind verschickt. Ich weiß, sie sind auch angekommen. Das freut mich. Auch toll. Macht gerne weiter so. Also je mehr ihr kommentiert und bewertet, umso mehr können andere Leute auch auf unser Podcast aufmerksam werden. So. Ja, und da wir und feststellen, und das freut mich so, da wir feststellen, dass es auch vielen Leuten so hilft und dass sie es interessant finden und die sich auch ein bisschen mit solchen Fragen beschäftigen. Ja, ja. Das finde ich toll. Ja. Und auch die Zuschriften dann dazu und dann kann man wieder zurück. Es gibt jetzt sogar so Binge-Hörer, die sagen, boah, ich finde das geil, ich höre mir jetzt alle Folgen an. Ja. Mann, Leute, ja, Mann zu. Ne? Wir freuen uns über jeden. Also empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns und mal gucken, was uns nächste Woche einfällt. Und falls ihr noch weiter Wünsche habt, noch Themen, ja, das ist eine gute Idee überhaupt. Ich meine, wir überlegen ja immer irgendwie, was wir am nächsten Wochenende machen. Aber manchmal ist das auch so, wir haben ja auch schon öfter von euch Themen aufgenommen, weil ich das einfach toll finde, wenn ich mitkriege, was euch so beschäftigt. Ne? Ja. Das ist ja auch was für mich dann. In dem Sinne, macht was aus dem schönen Sonntag. Und wir hören uns in einer Woche. Ich mache vielleicht noch ein Läufchen, jetzt immer mal gucken. Oh, ich, Verdauungsläufchen. Und ich lege mich zu Manfred. Du machst ein Verdauungsschläfchen, ne? Ich lege mich zu Manfred. Ja. Grüße meine liebe Freundin in der Schweiz. Ja, genau. Ne? Alles Gute dahin. Alles Gute dahin, die fühlt sich im Moment nicht so wohl. Nö. Ne? Dann pushen wir mal ein bisschen und ihre beiden Meerschweinchen. Also genau. Grüße von Macho Manfred und Annika in die Schweiz. Und damit wünsche ich auch euch eine schöne Woche. Jo. Also bis dann. Tschüss.